Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute geht es um das Steam Deck. Das Steam Deck ist ja ein Jahr alt geworden und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mir dazu ein paar Sachen aufgeschrieben und das möchte ich mit euch teilen. Wenn euch das Video gefällt, liked es gerne und wenn ihr mehr sehen möchtet, abonniert auch gerne meinen Kanal. Also zuerst einmal muss ich sagen, war ich ja überhaupt nicht begeistert vom Steam Deck und war da sehr skeptisch, als ich das gesehen habe und dachte mir zum Anfang auch gleich, es ist viel zu groß, es ist viel zu klobig und was hat das bitte schön mit einem Handheld zu tun? Mir ist dann auch gleich der Steam-Controller in den Kopf gekommen und ich hatte den ja auch selbst und habe den probiert, war auch da anfangs eigentlich ganz gut drauf zu sprechen, als ich ihn zumindest noch nicht getestet habe. Und als ich ihn dann getestet habe, musste ich feststellen, dass dieses virtuelle Pad, dieses virtuelle, naja, nicht Pad, aber Steuerkreuz, komplett für mich persönlich gar nicht funktioniert hat und ich damit gar nicht klargekommen bin und ja, das für mich also überhaupt nicht das Richtige war. Als nächstes gab es ja dann diese Steam Deck PCs, diese verschiedenen Varianten, da gab es ja, glaube ich, ein, zwei verschiedene Versionen von. Auch das waren so Sachen, wo ich mir dachte, wer soll das kaufen? Es ist sehr teuer. Es hat sich mir nicht erschlossen, warum man das unbedingt haben sollte, im Gegensatz zu einem normalen PC, den man für das gleiche Geld deutlich besser ausgerüstet bekommt. Es hat für mich keinen Sinn gemacht und weiß nicht, also ja, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen, auch mit diesem Produkt. Der Controller oder auch eben diese Steam-PCs, mag sein, dass es für den einen oder anderen schlüssig war und dass das irgendwie gut funktioniert hat und klasse war und manch einer zufrieden war damit. Aber für mich persönlich waren es Produkte, die nicht funktioniert haben in meinen Augen und die für mich persönlich total uninteressant waren. Okay, ich komme zum Steam Deck zurück. Im ersten Moment war es wirklich für mich, ich habe das gesehen, ich habe die Größe gesehen. Ich habe auch noch nicht wirklich dem Preis eine Beachtung geschenkt. Ich habe den technischen Daten nicht großartig eine Beachtung geschenkt. Ich habe das auch noch nicht mal großartig mit anderen Geräten verglichen, wie von Aya Neo oder so, die ja eh zu dem Zeitpunkt immer schweineteuer waren. Sondern ich habe wirklich nur dieses Gerät gesehen. Ich habe das Instant natürlich bildlich auch dann in meinem Kopf mit der Switch verglichen und habe gesehen, das Gerät ist in allen Belangen, es ist größer, es ist schwerer, es ist nicht komfortabel irgendwie, es ist nicht mobil. Also alles hat irgendwie dagegen gesprochen, dass ich wirklich sagen kann, wow, ich bin davon gehypt im ersten Moment. Überhaupt nicht, weil alle Punkte, die mich interessieren an einem Handheld, nicht gepasst haben, vorne und hinten nicht. Hinzu kam auch, dass ich nicht unbedingt begeistert war, was die Belegung angeht, der Tasten. Ich fand es sehr komisch und auch sehr gewöhnungsbedürftig, dass das Steuerkreuz und dass der Stick, dass das nebeneinander ist, genau wie die ABXY-Tasten und der zweite Stick, dass das nebeneinander ist. Auch die Form war sehr ungewöhnlich. Auch es sieht ja nun mal ein bisschen außergewöhnlich aus gegenüber allem, was man bisher immer so gesehen hat und was man so kannte. Und habe dann schlussendlich wirklich erst sehr spät mich genauer damit beschäftigt und habe verstanden, was hier eigentlich mit dem Steam Deck für ein unglaublich geniales und unglaublich einzigartiges und unglaublich marktveränderndes Produkt hier gerade auf dem Markt erscheint und was damit von Valve geschaffen wurde. Bevor ich das erkannt habe, war es auch einfach so, dass ich von den vorherigen Produkten, wie ich es ja auch gerade schon erwähnt habe, einfach viel zu negativ, also dass ich da viel zu negativ drauf eingestellt war. Mit den letzten Sachen, die letzten Jahre gemacht haben, einfach überhaupt nichts Positives verbinden konnte und nichts Positives verbunden habe. Und schon gar kein Hype, überhaupt nicht. Gut, das soll auch dann erstmal reichen. Ich wollte euch einfach mal meinen ersten kritischen Eindruck schildern, den ich hatte zu dem Gerät. Vielleicht ging es euch ähnlich, vielleicht auch nicht. Vielleicht wart ihr von Anfang an gehypt auf das Steam Deck. Jeden Hype, den ich mitbekommen habe zu dem Gerät, konnte ich zuerst nicht nachvollziehen. Schreibt es mir gerne auch mal in die Kommentare, wie war es für euch? War es auch so, dass es euch nicht interessiert hat oder dass ihr total hin und weg wart? Die kritischen Punkte, die mir quasi mehr oder weniger ins Gesicht gesprungen sind, nachdem ich die ersten Ankündigungen zum Steam Deck gesehen habe, war ja eben, dass ich das Gewicht bemängelt habe und auch die Belegung der Tasten, die Größe des Gerätes. Und ich muss im Nachhinein sagen, dass das Gerät, dass das Steam Deck für mich persönlich sehr gut funktioniert und das Gewicht kaum auffällt oder nicht so sehr ins Gewicht fällt,
aufgrund des guten Handlings und weil das Steam Deck einfach wunderbar in der Hand liegt. Dadurch, dass das Steam Deck ja wie ein Controller in der Hand liegt, durch die Griffe auf der Rückseite, hat man auch ein wunderbares Gefühl für das Gerät und das Gewicht fällt nicht so sehr auf. Und es ist perfekt. Es ist also für mich perfekt. Es liegt perfekt in der Hand und es liegt besser in der Hand als eine Switch, obwohl die Switch ein bisschen leichter ist und es fällt mir nicht auf. Genauso bin ich zufrieden mit der Tastenbelegung, wie die Tasten angeordnet sind. Auch die beiden Touchpads sind super. Die Sticks sind super platziert. Du kommst, wenn du das Steam Deck in der Hand hast, wunderbar überall ran. Und es fässt sich einfach eben auch durch diese, ich sag mal, ausgeprägten Griffe, die man ja bei keinem anderen Handheld so richtig hat, zumindest bis dahin hatte, fühlt es sich einfach richtig gut an und richtig an und der Stick liegt gut in der Hand, die Tasten liegen gut in der Hand, du kommst überall gut ran. Das hätte ich auch jetzt im Nachhinein, wenn ich das so erzähle, hätte ich nie gedacht, dass ich meine Meinung so stark ändere und das so positiv bewerten würde, nachdem ich die ersten Eindrücke, wo ich die Bilder gesehen habe, dazu komplett negativ eingestellt war. Die Displaygröße ist absolut in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Und auch die Displayauflösung ist für Steam Deck perfekt, auch besonders wenn man die Performance sieht zum Display. Völlig ausreichend, besonders auch, weil du umso höher natürlich deine Displayauflösung ist, umso mehr Power brauchst du. Es ist ja quasi auch wie beim PC, wenn du ein Full HD Display bespielst, brauchst du halt nicht unbedingt eine 4080 Grafikkarte. Und da kommst du dann auch wunderbar mit einer 2070 zurecht. Als wenn du versuchst, einen 4K-Fernseher zu bespielen mit einem neuen Spiel in Full HDs und so weiter und so fort. Und beim Steam Deck ist das halt genau das Gleiche. Du hast sehr gute angepasste APU von AMD in Zusammenspiel mit der Auflösung. Und das funktioniert super. Die Spiele sehen gut aus und es ist nicht notwendig, dass man hier ein Full-HD-Display einbaut, weil das alles auf Kosten der Power des Gerätes geht. Du brauchst dann halt einfach deutlich mehr Power am Gerät, auch um diese hohen Auflösungen auch flüssig darzustellen. Also das absolut in Ordnung. Und da hoffe ich auch gar nicht, dass das nächste Steam Deck eine viel höhere Auflösung hat, weil das würde bedeuten, dass auch das Display eigentlich größer werden müsste, weil sonst die Skalierung der Auflösung viel zu klein ist. Das hat, das Spiel hat und so weiter. Man kann das also auch bei älteren Spielen nicht einstellen, dass man das größer macht. Das finde ich auch ist ein Problem bei der Switch. Wenn du die normale Switch benutzt, das geht noch. Wenn du die Lite in der Hand hast, die Switch Lite ist eine Katastrophe. Das Display ist zwar schärfer, aber das Display ist halt kleiner. Und du hast eben auch einfach, das ist alles viel kleiner, die ganzen Icons, die Schrift und so, schrecklich. Also Display wunderbar im Zusammenspiel mit der Auflösung und auch die Power, die das Steam Deck hat, bin ich echt zufrieden mit. Und die Performance zum Preis ist auch absolut top. Deswegen auch, ich habe es ja immer mal wieder erwähnt, für mich persönlich ist das Steam Deck immer noch der absolute Preis-Leistungssieger. Und der absolute Preis-Leistungskönig, wenn man es wirklich bezieht auf die Technik, die drin ist und den Preis mit dieser Custom-APU, das kann nur ein Hersteller wie zum Beispiel Valve umsetzen, weil AMD wird keinem Aion oder Aion Neo so eine Custom-APU hinsetzen und die irgendwo einbauen. Das hast du nur bei großen Herstellern. Und vermutlich wird es dann wahrscheinlich irgendwann, wenn es eine Switch 2 gibt, wird da wahrscheinlich auch eine Custom-CPU drin sein. Dann haben wir die riesige Steam-Bibliothek und unfassbar viele Möglichkeiten, Spiele auszuprobieren. Man hat die Möglichkeit, günstig Spiele einfach zu kaufen, wie man es ja auch eh vom PC kennt, über Steam-Keys. Und ich habe auch eine unglaublich große Freude damit, einfach auch Spiele zu kaufen, weil sie günstig als Key zu bekommen sind und sie auszuprobieren auf dem Steam Deck. Also für jemanden, der da viel probieren möchte und sich austoben will, ist das auch ein Riesenvorteil. Und es gibt halt sehr viele Steam-Spiele, die funktionieren. Es kommen immer mehr dazu. Die Kompatibilität wird immer besser.
Da wird regelmäßig dran gearbeitet, dass da immer mehr Spiele kompatibel sind. Es gibt zusätzlich verschiedenste Möglichkeiten, Spiele auch lauffähig zu bekommen, wenn sie vielleicht nicht direkt lauffähig sind. Beispielsweise über die verschiedenen Proton-Versionen, wo man die Möglichkeiten hat, die durchzuprobieren und zu schauen, was am besten läuft. Und auch das muss man nicht mal unbedingt selber machen und großartig groß rumprobieren, sondern es gibt eine riesige Community, die einem hilft und man kann sehr vieles nachlesen, man kann sehr vieles sehr schnell rausfinden und das ist einfach klasse. Wo wir gerade bei Community sind, auch zum Beispiel die Einstellungen der Controller-Settings, da kannst du auch wunderbar dir Settings angucken von anderen Spielern, von anderen Leuten, die dann eben ihre persönlichen besten Einstellungen online stellen und dort kannst du dann auch gucken, was dir am besten liegt oder damit dann arbeiten und das noch weiter ausarbeiten oder verfeinern. Auch da gibt es kaum Grenzen und das ist wunderbar. Und man kann zusätzlich, wenn man möchte, auch noch Windows installieren. Das heißt, wenn man mit dem SteamOS nicht klarkommt oder es nicht möchte oder mit Linux nicht viel am Hut hat, man könnte theoretisch auch ohne Probleme auf eine SD-Karte Windows installieren und sich mit dem Windows beschäftigen und da seinen Spaß dran finden oder da versuchen, seine Spiele zu zocken. Das funktioniert auch. Und für jeden, der sich denkt, naja gut, okay, aber Windows, ist das nicht ein bisschen ungünstig, mit einem Handheld das zu bedienen? Und ist richtig, aber man kann natürlich auch noch beim Steam Deck eine Maus und eine Tastatur anschließen. Steam Deck dient als ganz normaler Desktop-PC. Also du kannst das Steam Deck wie ein PC benutzen und es ist einfach cool, wenn du das Steam Deck am Fernseher an den Fernseher anschließt oder an deinem PC-Bildschirm laufen hast und dieses kleine Gerät dort vor dir steht, kaum zu hören, wenn es im Standby ist und du dann eben mit deiner Tastatur und Maus arbeitest und du vergisst so schnell, dass du gerade nicht an deinem großen PC arbeitest, sondern mit dem Steam Deck. Das ist echt faszinierend und auch sehr beeindruckend, wie man einfach vergisst, dass man mit dem Steam Deck gerade arbeitet. Das sind natürlich alles Sachen, die ich jetzt erwähne, die kann man natürlich nicht erst seit dem Steam Deck machen, sondern die konnte man auch schon mit den Aya Neo Geräten machen, aber eben zu einem anderen Preis. Und für mich zum Beispiel war das nie attraktiv, so ein Gerät zu kaufen für über 1000 Euro. Und erst das Steam Deck hat es geschafft, in die breite Masse zu gehen und über diesen Preis das für so viele so viel interessanter zu machen. Und auch die Hersteller wie Aya Neo oder Ion müssen sich an diesen Preisstrukturen so ein bisschen anpassen. Und man merkt das auch, dass die Handhelds zwar immer noch teuer sind von diesen Herstellern, aber eben nicht mehr ansatzweise so teuer, weil sie wissen, dass da niemand sich mehr beschäftigen möchte mit diesen hohen Preisen und versuchen da mehrere kleine Gerätevarianten rauszubringen und den ganzen Markt so ein bisschen auch noch auflockern nach unten vom Preisgefüge. Das sind alles Sachen, die haben wir dem Steam Deck zu verdanken. Und deswegen ist das Steam Deck so wertvoll in so vielen verschiedenen Punkten und da können wir wirklich froh drüber sein, dass es rausgekommen ist. Darüber hinaus haben wir auch noch die Möglichkeit, mit den Wattzahlen rumzuspielen. Zwischen 3 und 15 Watt kann man da alles Mögliche austesten und probieren. Und es ist auch interessant zu sehen, wenn man dann ein Spiel auf 3 Watt runterstellt, wie es plötzlich anfängt zu ruckeln und dann aber auch wieder auf 15 hochstellt und dann läuft es halt besser. Und auch das ist so eine Sache, die macht einfach Spaß. Das ist also perfekt für Leute, die sich da austoben möchten, auch mit solchen Einstellungsgeschichten. Oder auch die individuellen FPS-Einstellungsmöglichkeiten, die man hat, ob man dann 30 Frames einstellt oder 60 und damit rumspielt. Es ist so viel möglich. Ich habe mich auch gefragt, ob das Steam Deck für Einsteiger oder eher für Profis gedacht ist. Man muss wirklich ehrlich sagen, mittlerweile ist es auf jeden Fall auch für Einsteiger etwas leichter reinzukommen und es zu bedienen. Aber es ist von großem Vorteil, wenn man eben Kenntnisse hat und vom PC kommt oder einfach mit PCs generell zu tun hatte, weil man, wenn man im Desktop-Modus ein paar Sachen machen möchte oder einstellen will. Und auch selbst das ist für einen Windows-Nutzer eine kleine Umstellung, weil Linux einfach ein bisschen anders sich bedienen lässt als ein Windows. Aber auch da ist es für jemanden, der mit der Technik schon zu tun hat, mit PCs schon zu tun hat, leichter, wenn es mal Probleme gibt, schnell darauf zu reagieren und im Desktop-Modus Sachen einzustellen. Aber im Großen und Ganzen kann man auch ohne großartige Erfahrungen und Kenntnisse
im ganz normalen Modus, im SteamOS-Modus, wenn du das Gerät startest, auch als Konsolenspieler dich zurechtfinden. Und man wächst ja auch mit der Technik. Das ist einfach so, man hat einfach noch Möglichkeiten nach oben. Das hast du bei einer normalen Konsole nicht. Da hast du halt eben nicht die Möglichkeit, in den Modus zu schalten, Desktop-Modus, um dich dann da vielleicht noch irgendwie weiterzubilden und dich noch ein bisschen reinzufuchsen, weil dich dieses System interessiert. Ne? Das kannst du beim Steam Deck halt machen, wenn du es willst. Dann bleibt natürlich auch noch die Frage, was nehme ich jetzt für ein Steam Deck, was für eine Version nehme ich? Und da würde ich ganz einfach nur mich selber fragen, will ich ein entspiegeltes Display oder brauche ich das nicht? Und wenn ich das nicht brauche, dann ganz klar die kleinste Version. Und wenn ich es haben möchte, muss ich die größte nehmen. So. Und ich habe mich für die kleine Version entschieden, weil ich vorher schon wusste, ich kann die Festplatte erweitern ohne Probleme. Ich kann das Steam Deck aufschrauben. Es ist relativ einfach, die SSD zu tauschen, die dort drin ist, beziehungsweise das 64er Modell hat eine eMMC drin. Man kann das auswechseln und eine SSD reintun. Aber selbst wenn man das nicht machen möchte, kann man mit großen, schnellen SD-Karten den Speicher erweitern und hat da keine Probleme. Und gerade jetzt auch vor kurzem gab es ein Update, dass du sogar auch die Spiele und alles Mögliche, auch gerade was diese Cache-Dateien angeht, auch dahin ziehen kannst, wo die Spiele installiert sind, also zum Beispiel auf die Speicherkarte, und du dort auch keine Probleme mehr hast mit irgendwelchen Cache-Dateien, die dann eben auf der kleinen Festplatte festhängen. Das mittlere Modell macht für mich überhaupt keinen Sinn und kann ich nicht empfehlen. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis am schlechtesten. Ja, nee, eigentlich gibt es keinen Grund. Selbst wenn du die kleine Version nimmst, kannst du halt mit SD-Karten aufrüsten und so eine SD-Karte ist günstiger, als wenn du dieses mittlere Modell nimmst. Ja, ganz klar das kleinste Modell oder wegen dem Display das größte Modell. Zusätzlich zu den Steam-Spielen, zur Steam-Bibliothek, kann man auch noch, als wenn das nicht schon stark genug wäre, was das Steam Deck alles kann, kannst du auch noch GOG installieren. Du kannst die Spiele aus dem Epic Game Store runterladen. Du kannst sogar auch die Blizzard-Produkte nutzen oder auch Origin. Es gibt also für jedes System oder für jede Plattform, wo man Spiele gekauft hat, gibt es eine Möglichkeit, das auch auf dem Steam Deck zu tun. Und du kannst natürlich auch Game Streaming nutzen, wenn du möchtest, wenn du eine starke Internetverbindung hast, weil das Steam Deck ein starkes WLAN-Modul drin hat. Und jetzt kommen wir natürlich auch mal zum Thema Emulation. Emulation funktioniert insgesamt auf dem Steam Deck sehr, sehr gut. Das Steam Deck hat genug Power, um fast alles gut darzustellen und alles flüssig darzustellen. Muss man wirklich sagen, es ist, läuft alles sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, dass das für jemanden, der das Gerät nur anschaltet oder anschalten möchte und das dann nutzen will, beispielsweise eine Switch-Emulation oder eine Wii U-Emulation, das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das dann vorstellt. Man muss leider Gottes wirklich dann schon sich mit dem Desktop-Modus beschäftigen ein bisschen, weil da diverse Einstellungen dann doch schon nötig sind und ein bisschen Fummelarbeit ist auch angesagt, wenn man die Spiele gut und ordentlich zum Laufen bekommen möchte, besonders wenn es dann auch ums Thema geht, wie dass man Shader noch in Ordner schieben muss, beziehungsweise wenn man Shader bereit liegen hat und möchte, dass die Spiele von Anfang an gleich flüssig laufen und so. Man muss sich dann ein bisschen mit beschäftigen, wenn man das perfekt laufen haben möchte. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das geht dann doch schon ein bisschen tiefer in die Materie rein. Und das ist dann doch nicht ganz so Plug and Play, wie zum Beispiel einfach ein Steam-Spiel runterzuladen, was eine Kompatibilität hat und das dann zu starten. Und das ist dann beim Thema Emulation eine etwas andere Hausnummer. Aber insgesamt super Sache, mit dem Steam Deck funktioniert das hervorragend. Ich habe da ja auch einige Videos zu gemacht und was das Thema Emulation angeht. Ich meine, ihr seht es ja gerade nebenbei, ich lasse ja hier die ganzen Emulationsvideos auch laufen. Wenn da ein Interesse besteht, man kann sich die auch nochmal einzeln angucken, die Videos nach System sortiert. Aber Emulation sehr zu empfehlen auf dem Steam Deck. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen möchte und die mir wichtig ist, ist nochmal der Unterschied zu den anderen Herstellern, um da nochmal ein bisschen detaillierter darauf einzugehen.
Und zwar, was ist eigentlich so besonders am Steam Deck gegenüber zum Beispiel Aion Neo beispielsweise oder Aion? Das Tolle am Steam Deck ist einfach, dass durch diese Custom APU eine sehr gute Performance möglich ist mit geringen Watt in geringen Wattbereichen. Also da reden wir dann von 3 Watt bis 11 Watt. Und dass das Steam Deck unfassbar gut, also selbst zum Beispiel ein Gerät von Aion Neo, was eine stärkere CPU hat, also eine deutlich stärkere CPU, kommt mit dem Steam Deck, also kann mit dem Steam Deck nicht gleichziehen. Das Steam Deck ist in diesen unteren Wattbereichen sehr, sehr stark stärker als die Konkurrenz. Und das, obwohl das Steam Deck auf dem Papier eigentlich weniger Leistung hat. Beispielsweise auch, um mal eine CPU zu nennen, nehmen wir mal den AMD 6800U. Der ist eine Ecke stärker, der performt besser, lässt das Steam Deck teilweise echt alt aussehen, aber eben auf Kosten der sehr hohen Wattzahlen und auf Kosten des Akkus. Und das Steam Deck ist ja nun, sage ich mal, schon teilweise so, dass es, wenn du das Steam Deck ein bisschen höher drehst von der Wattzahl, dass es nicht allzu lange hält vom Akku und die Sinnhaftigkeit dann auch ein bisschen verloren geht, dass du bei noch stärkeren CPUs, die eben nicht so angepasst sind wie die vom Steam Deck, dann eben noch mehr, sage ich mal, eben Watt verbrauchen und den Akku runterziehen, ist die Sinnhaftigkeit von so einem mobilen Gerät schon fast komplett weg, ne? Das macht dann also in meinen Augen einfach keinen Sinn mehr, sich so ein Gerät zu kaufen, wenn man es die ganze Zeit fest am Strom haben muss. Plus den Punkt natürlich dann auch noch mit dem Preis. Die Geräte, die sind dann halt eine ganze Ecke teurer und da ist dann also nicht mehr so dieses positive Gefühl dabei, bei mir zumindest nicht. Ich habe einen guten Preis und eine gute Leistung und ein durchdachtes Gesamtsystem, sondern bei den Fremdherstellern, sage ich mal, wie Aion Neo oder Aion, hat man dann manchmal das Gefühl, dass dann einfach so nach dem Motto, mehr Leistung kostet mehr und das ist dann aber so ein bisschen uninteressant, weil das kann halt jeder machen, bessere, noch teurere CPUs in Geräte zu bauen und ja, dann ist das klar, dass das dann eben auch noch schneller wird. Aber eben zu Preisen, die dann eben kein Mensch mehr bezahlen möchte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele Fans von diesen Hightech-Produkten, denen das einfach das wert ist. Ja. Insofern habe ich da auch kein Problem mit, wenn jemand sehr viel Geld ausgibt dafür. Das gibt es auch, keine Frage. Aber mir ist es dann das einfach nicht wert, dass ich dann, ich sag mal, für 20-30% mehr Leistung eben einen doppelt so hohen Preis bezahle. Das macht sich einfach dann, macht für mich keinen Sinn. Und in diesem Thema, bei diesem Thema Handhelds, habe ich da auch dann nicht so einen Bedarf, das dann auszugeben, das Geld. Es gibt allerdings auch zwei Punkte, die mir tatsächlich immer mal wieder negativ aufgestoßen sind. Und das ist einmal die Qualität des Steam Decks, die Verarbeitungsqualität und auch, dass das Steam Deck tatsächlich nur einen USB-C-Anschluss hat. Und fangen wir mal bei der Qualität an. Der Stick ist wunderbar, auch die Tasten sind in Ordnung, kann man nicht meckern. Das ist alles auf einem guten, hohen Niveau. Aber das Gehäuse des Steam Decks lässt dann doch schon so ein bisschen zu wünschen übrig. Da hätte ich wirklich gedacht, dass das Gehäuse vom Steam Deck sich doch ein bisschen abhebt von den China-Herstellern. Aber das ist gar nicht der Fall. Also das ist wirklich ein bisschen an Ecken, wo es ein bisschen knatschig ist, wo es dann auch mal Geräusche macht, wenn man das dann eben so ein bisschen zusammendrückt. Aber gut, man muss dann aber auch immer wieder sehen, wo kann man am ehesten sparen, wenn Steam schon oder wenn Valve schon die besten Technikkomponenten mit versucht einzubauen, dann wirst du wahrscheinlich eben nicht noch ein perfekt ausgearbeitetes Gehäuse rumpacken können. Du musst dann irgendwo Abstriche logischerweise machen. Ja. Und das, insofern ist das ein Punkt, der zu vernachlässigen ist, wenn man dann eben sieht, dass der Preis dann aber auch in dem Bereich ist, wo er nun mal ist. Aber der USB-C-Anschluss, dass man nur einen hat, besonders wenn man mit dem Desktop-Modus arbeitet und darauf angewiesen ist, auch mal
mehr Komponenten anzuschließen, also Tastatur, Maus und ein USB-Stick. Das sind ja so die mindesten Sachen, die man braucht. Also drei USB-C-Anschlüsse, man braucht auf jeden Fall immer einen Verteiler. Und besonders hübsch sieht das dann natürlich nicht aus, wenn das Steam Deck auf dem Tisch steht und du eigentlich immer ein Kabel dran hast. Also nicht nur einfach wo ein Kabel dann, was dann zum Strom geht, sondern eben was zu einem Verteiler geht. Und an dem Verteiler hängen dann halt diverse Geräte dran. Das ist wirklich eine Sache. Bitte, Valve, bitte mehr Anschlüsse ans Steam Deck das nächste Mal, dass man da ein bisschen flexibler auch arbeiten kann. Das wäre schon echt wünschenswert. Und das Thema Lüfter kommt auch immer mal wieder auf, dass der Lüfter zu laut ist. Es gibt zwei verschiedene Lüfter. Einen Lüfter, der ein bisschen lauter ist wie der andere. Ich glaube, wenn man sich so einen Windows Handheld kauft, ist schon fast klar, dass der auch Geräusche machen wird. Besonders wenn man die Spiele eben ans Limit stellt. Und insofern ist das stark Geschmackssache, ob einen das stört oder ob einen das nicht stört. Mit der Lautstärke, ich persönlich bin das jetzt von der Lautstärke eher gewohnt, als dass es mich jetzt irgendwie stören würde. Mich hat das letzte Jahr nicht gestört und mich wird es wahrscheinlich auch die nächsten Monate nicht stören. Also mein Fazit ist, in meinen Augen ist dieses Steam Deck, dieses tolle Gerät, ist der absolute Preis-Leistungssieger, auch noch im Jahr 2023. Und ich weiß nicht so richtig, was kommen soll, was das ablöst. Es wird immer mehr, also es wird immer stärkere Prozessoren kommen, auch gerade die 7000er-Serie, die da auf uns zurollt und so. Aber das ist halt eben immer auch noch mit teureren Preisen verbunden. Und insofern sehe ich da auch nicht wirklich irgendwie Konkurrenz für Steam Deck. Preis-Leistungssieger ist das Steam Deck absolut. Das wird auch die nächsten Monate so bleiben. Der Support ist hervorragend. Es wird viel gemacht. Es wird viel angepasst. Es kommen viele Updates raus. Es wird viel optimiert. Bestellt euch das Gerät, wenn ihr Bock drauf habt. Nehmt euch vielleicht die kleine Version, 64er-Version. Rüstet die mit einer guten, schnellen Mini-SD-Karte aus. Und habt dann euren Spaß. Holt euch vielleicht noch Emu-Deck und probiert das aus. Das sage ich natürlich jetzt als Emulationsfan klar. Und auch die ganzen Plugins, die man noch benutzen kann. Da gibt es ja so viel. Da wird in Zukunft, wird es auf dem Kanal ja auch noch mehr geben zu. Besonders was das Thema Tutorials angeht und was das Thema Steam Deck angeht. Wenn ihr da also in Zukunft auf dem Laufenden sein wollt, abonniert den Kanal. Und werde das ganze Thema noch einfach ein bisschen abgerundeter auf meinem Kanal präsentieren. Weil das Steam Deck einfach so außergewöhnlich gut ist und sich so wunderbar in diese ganzen China-Handhelds integriert. Das heißt, wenn du ein Steam Deck hast und eben noch einen coolen China-Handheld, den du dann für unterwegs benutzt, weil es einfach viel kompakter ist, ja, dann ist man super aufgestellt und ich habe da meinen Spaß mit. Freue mich über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft mehr sehen möchtet, auch wenn ihr neu seid auf dem Kanal. Würde ich mich freuen, wenn ich euch wieder hier sehe. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch es gefallen hat, was ihr vielleicht auch gerne noch an Hilfen braucht oder an Hilfen sehen möchtet, an Tutorials und so weiter. Ich freue mich drüber. Das war's. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht machen wir das in Zukunft auch irgendwie anders, dass ich das direkt aufnehme und dazu quasi Auge in Auge meine Meinung bilde. Aber aktuell muss ich da erstmal mit warm werden und mal gucken, wie es in Zukunft wird. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke für euren Support. Wenn euch das Video gefällt, liked es, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.